Servus, liebe Veilchen, willkommen aus dem wunderschönen Belleg. Ich bin's, der Mirko, und ich bin heute für euch der Rasenreporter. Und wir schauen uns an, was unsere Veilchen so machen. Jungs, guten Abend. Can, komm her gleich. Servus. Servus, das ist der Can. Jawohl. Und ja, Can, wie waren so für dich die ersten Tage in Belleg? Also ich finde, es war schon recht top. Mir taugt das, wie es ist, so die Mannschaft, alles. Ja. Mein Friseur, wie schaut es da bei dir aus? Ist das ausbaufähig, glaubst du, oder ist das so eine Sache, wo du sagst, okay, das passt? Meiner Meinung nach also ist mein Friseur schon also top, wenn man jetzt so die ganze Mannschaft einnimmt. Also ich finde, dass ich eine gute Frisur habe. Ja, schon. Okay, schon. Dann bedanke ich mich bei dir. Ich bedanke mich. Wir sehen sich, gell? Papa. Tschüss, Abi. Hat mich gefreut. Ja. Erzähl mal, wie geht's dir nach deiner Verletzung? Du warst ja lange verletzt, oder? Und bist eigentlich sehr stark zurückgekommen jetzt, oder? Ja, ich finde, ich bin schon sehr stark zurückgekommen. Sicher bin ich beim... Eigenlob stinkt, gell? Aber... Na, aber mir fehlt auf jeden Fall bei der Ausdauer, fehlt mir schon noch etwas. Aber sonst Knöchel ich stabil. Bin knöchel stabil. Ich bin trotzdem sehr zufrieden mit mir. Okay. Auf die Tier! It's Virgil van Dijk. Na, nicht mir. Wir kommen rein. Zuallererst mal hier. So sieht ein sauberes Zimmer aus. Ja, schön in Ordnung. Bett Nummer 1 nicht gemacht. Ja, Bett Nummer 2 nicht gemacht. Halbwegs gemacht. Marvin. Sag mir. Du bist ja die Entdeckung dieses Trainingslagers. Oder? Wie ich ja, sagen. Kann man schon sagen. Es sind schon Vergleiche angestellt worden mit Virgil van Dijk. So, wie äußerst du dich jetzt zu dem? Ist das für dich so ein Lob oder ist dein Limit noch höher als Virgil? Na, das ist schon ein Lob. Also van Dijk, der ist einer der besten Verteidiger. Und ja, wenn man mich mit ihm vergleicht, ist das schon eine gute Sache. Entschuldigung. Na, also aber das. Du bist so hübsch, Mann. Ja, das weiß ich auch. Das weiß ich auch. Aber kannst du jetzt aufhören mit dem Scheiß? Okay. Ich kann Na, das auch. Du hältst das Mikro. Das ist mein Mikrofon, nicht deins. Hallo, Georg. Gott sei Servus. Dürfen wir reinkommen? Ja, sicher. Sehr gut. Beim Teigi sieht's. Ein bisschen aufgeregt, dass wir über Marvin. So, Teigi, bei dir schaut's. Ja, auch nicht so sauber aus. Ist jetzt auch nicht überragend, aber es ist ausbaufähig, aber nicht schlecht. Ich freue mich, dass ihr alle da seid, da ganze vier Leute mit dir. Nicht was? Schlecht. Aber ich freue mich, dass es du bist. Ja, schön, ja. Oder? Wie taugt das Training und so? Matchspiele? Warte. Play. Ja, es sind super Bedingungen da, die Plätze sind richtig geil, es ist alles schöner als ein Grad in Wien. Nein, ist echt gut. Ersatztormen ist schwierig. Sonst passt eigentlich alles. Markus Steuer. Hallo Mirko. Los, um ihn Haar ist, bringt nichts. Das ist der Markus. Wie cool bin ich von 1 bis 10? 5. 5. Okay, 5 ist ausbaufähig, ist gut. Ihr habt die meiste Hocken da, gell? So sagt man, ja. Oder hat vielleicht wer anderer mehr Hocken? Ich wüsste nicht wer. Christian. Hallo Mirko. Das ist die absolute Legende. Wie viele Titel hast du, Christian? Wie viele Titel? Aber da ist schon ziemlich gesagt. 13. Aber 8, du merkst das nicht. 8. Nein, du hast 8 und 8, 1 erfüllt, aber du bist schon Legende. Genau. Naja, weiß ich nicht. Kommt drauf an. Wie lang bist du schon beim Verein? Beim Verein bin ich jetzt seit 2001, also 22 Jahre. Unser Kapitän mit der Nummer 20, Lukas Bühl. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Das macht richtig Spaß, mir denk. Vor allem mit dir, Mirko. Habt eine schöne Zeit und wir freuen uns auf das erste Spiel im Stadion. Und viele Grüße aus Belleg. Trommelwirbel. Haris Tabakovic. Lieber Haris, willkommen. So, ich und der Haris spielen ja gerne Schach. Und du beantwortest einfach die Frage, die ich dir stelle. Und ja, du fantasierst nichts dazu. Ja, okay, passt. Jahresübergreifend. Wie viel steht's? 15 zu 6 oder wie viel? 13 zu 6. 13 zu 6. Okay. Genau. Für mich natürlich. Matteo Meisel, auch so eine Entdeckung im Herbst gewesen, na Matteo? Geile Sau. Erzähl mal, wie geht's dir? Wie war der Herbst für dich? War
sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr aufregend für dich, oder? Auf jeden Fall, mal eine neue Erfahrung. War richtig geil, mich mal oben zu beweisen zu dürfen. War was Neues für mich, richtig geile Stimmung oft im Stadion erlebt. Hoffe, dass ich das im Frühjahr auch wieder so erleben darf. Alexander Jukic, unsere Nummer 77. Wie alt? Warte kurz, hier ist Lichtkatastrophe. Na, geht schon, bleib stehen jetzt. Wie alt? 22. Sternzeichen? Löwe. Arthur greift natürlich vorbildlich zur Mandarine und nicht zum Keks. Das hast du ja von wem abgeschaut? Von dir natürlich. Natürlich, von mir, von wem sonst hier, ne? Ja, natürlich, wobei man bei dir sagen muss, du hast, glaube ich, von uns allen. Nein, Schaden nicht, aber ich glaube, mit Abstand die beste Einstellung von uns allen. Ehrlich? Kann man sich sehr, oh, ist man das, sich ist das? Wirklich, danke. Sehr viel danke, Abschauen von ihm. Wirklich. Danke, wir sehen uns bald im Stadion. So ist es. Zimmer 3003 ist das absolute Legendenzimmer. Das bin ich. Und das ist eine Austria-Legende. 2012, 2013 Meistertitel gewonnen. James, wie war das, als du den Meistertitel gewonnen hast? Ich war da, ich habe dir da zugeschaut. Ich war da, glaube ich, in der U15, ja. Ich war auf der Welt, ja. Bravo. War cool. War eine coole Zeit, cooles Jahr. Ja. Coole Stimmung, gute Mannschaft. Aber das wollen sie sicher nicht hören, oder? Das wollen sie hören. Sicher? Wir müssen an alte Erfolge anknüpfen. Ich meine, ach, sie haben dick ausgewählt als der Präsenter, weil du bist ein lustiger Tipp. Ja. Aber momentan, du enttäuschst die Audience. Nein, es war. Wie geht's dir? Wie ist das Trainingslager für dich? Wie ist der neue Trainer? Drück mal kurz auf Pause, ja, das wäre gut. Erzähl mal so. Ja, jetzt muss ich sagen, der neue Trainer ist gut, ja, oder? Der Cameron ist hier. Das sagen ja, alle. Ich will auch spielen natürlich. Ja, das ist der Ich will auch spielen. Ich will auch. Trainer, du bist der Beste. Du bist Trainer, ich liebe dich. Du bist der absolut Beste. Na, jetzt mal wieder ernst zu bleiben. Ja, ich versuche ernst zu bleiben, okay. Trainings ist gut, Hotels ist überragend. Trainingsplätze sind gut. Soll ich übernehmen? Trainingsplätze sind gut. Zimmerpartner, Fragezeichen muss ich sagen. Wie hast du das Trainingslager bis jetzt gefunden? Also. soll ich was Nettes über dich sagen? Wie lange haben wir hier? Wir haben. Ich bin nicht vorbereitet. Ja, aber ich weiß. Ja, aber so viel. Und so einfach ist es nie, weißt du? Du geiler Tipp. Wo bist du? Ja. Reini, wo bist du? Wir müssen reden. Rap am Donnerstag, Rap am Sonntag. Rap am Mittwoch. Rap am Mittwoch. No, ja, setz dich her, Mann. Setz dich her, wir wechseln jetzt unseren Slang, Bruder. So, das ist der Reinhold Ramftl und der Nicola Dovedan. Nicola Dovedan. Der Reini ist von der Musikrichtung her ausgerichtet auf Deutschrap, Gangsterrap, was man eigentlich gar nicht glaubt. Reinhold, erzähl mal, wie... Was? Das brauchen wir nochmal ins Mikrofon. Yo. Reinhold, erzähl mal, wie ist zu dem gekommen, dass du als Steirer bist, du Steirer? Als Steirer Bub am Land aufgewachsen, Bushido huchst. Wie kommt das? Ist da was schiefgelaufen in der Jugend, Kindheit, oder ist das einfach... Red. Ja, schwierig zu sagen. Ich komme aus dem steirischen Ghetto. Okay. Ja. Steirisches Ghetto ist... Von wo? Steiermark. Südoststeiermark ist das steirische Ghetto. Von wo ist das? Was ist das für eine Stadt oder Gebiet? Das ist Kapfenstein. Und da darf man sich nicht in der falschen Gegend bewegen, weil sonst passiert was. Okay. Also der Reini hat... Von dem her bin ich einfach mit dem Deutschrap aufgewachsen. Nicola ist ja vor kurzem als Papa geworden, das wissen die wenigsten. Nicola, wie ist das Gefühl, Papa zu sein, wobei man selber noch ein Kind ist? Richtig super. Direkt nach 5 Tagen bin ich ins Trainingslager geflogen, also es läuft. Gibt nichts Geileres. Läuft gut, ja. Ja, Alter, du bist zu schwer. Ich bin zu breit. Jeder sagt ein Wort. Das Trainingslager? Das Trainingslager ist. Das Trainingslager ist geil. Das Trainingslager ist geil und? Das Trainingslager ist geil und Weltklasse. Fertig. One touch am Block. One touch am Bolzplatz. Querpass zu Bassa, Kill Bassa. Wer will nicht da sein bei Bassa? Wir sind krasser als all diese Stars. Wir sind krasser als all diese
Stars da. Danke Jungs, war unglaublich cool mit euch. Dankeschön, Rapper-Mittwoch ist fertig. Was wird immer kürzer, je länger man daran zieht? Die Zigarette. Den hast du schon aufgebracht. Ja, den habe ich schon aufgebracht, fuck. Oh, warte, wir haben noch einen. Ja, noch einen. Du musst gleich antworten. Ein Bauer hat 10 Schafe, alle sterben außer 7. Wie viel hat er noch? 7. Der ist nicht in die Baumschule gegangen. So wie noch ein Flogger. So, einige Monate haben 30, einige 31. Wie viel haben 28? Alle. Das ist... Er hat mich jetzt leider erwischt. Geht's zusammen? Zusammen! Eins, zwei, drei. Forza Viola! Cut. Nochmal. Auf drei. Eins, zwei, drei. Forza Viola! Verliebt. Dominik Fitz, erzähl mal, wie ist es so, wenn du der absolute Starplayer bist? Ich glaube, das wäre ohne meine Mannschaft natürlich nicht möglich gewesen. Langweilig. Für wie war der Herbst für dich und so? Das, du warst ja galaktisch. Wie kommt das? Hast du deinen Ernährungsstil geändert oder bist du jetzt öfters im Kopf drauf? Nein, ich habe überhaupt nichts geändert. Du hast einfach an deinen alten Gewohnheiten festgehalten. Natürlich, so ja, wie immer. Genau, er ist einfach bescheiden wie immer, der Fizi, und ja. Chris Früchtle! Wer ist besser, du oder ich? Entscheidet der Trainer. Boah, gute Antwort. Das ist Tag der offenen Tür. Mein Gott, wir spielen, drück mal Pause. Austria Vienna und FC Bayern München 1-1. Spielt mal auf jeden Fall der falsche Tormann. Nein, nicht ablenken, wir sind jetzt bei dir, Manfred. Und du und ich haben noch eine Rechnung offen. Alles gut, danke. Ist schwer. Ist ich nichts, deswegen, Entschuldige nochmal, geht schon. So passt. Ja. Geht schon. Geht's bei dir jetzt auch, oder? Ja, geht. Okay. Na, alles gut, danke. Und ich bin froh, dass du heute gekommen bist. Ich weil geht's? Es gibt ja. Ich hab mir schon gedacht, du hast vergessen auf mich. Nein, bist deppert, ich glaube, ich vergesse auf dich. Weil ich weiß nicht, ob du auch so gut ankommst bei den Leuten wie ich. Wer ist sympathischer? Mirko Kost, der Mirko Kost, der 11 Jahre bei der Austria ist, sich den Arsch aufreißt, jeden einzelnen Tag. Gegen? Für alles, für jeden. Und dann gibt, danke. Und dann gibt es Manfred Fischer. Ja. Nix. Nix. Nein, Spaß. Stimmen wir auf jeden Fall Abstimmung, gewinne ich. Ja, wie gleich das mal ausschauen und... Wer sympathischer ist. Wer der sympathischere Typ ist. So ist es. Also wir haben das erste Testmatch gehabt und ich habe das jetzt eigentlich vergessen. Nein, wir haben das erste Testmatch gehabt und der Luki hat gespielt, der Wedel. Und ich war, ich habe trainiert in der Zwischenzeit, weil ich halt trainingssüchtig bin und immer besser werden will. Und da in der Kraft kann man wieder trainiert. Am Platz. Und dann ist der Mandy zu mir gekommen, panisch aufgelöst und sagt, Mirko. Der Luki hat sich verletzt, du musst dich umziehen. Und ich laufe natürlich im Sprint aus, die Trikot fast anzogen. Und er so, na Spaß! Danke Manfred, du bist da wirklich ein unglaublicher Typ. Ich liebe dich wirklich sehr. Du bist voll sympathisch, du bist fast sympathischer als ich. Fast sympathischer als ich. Forza Viola! Gema! Gema, vamos!